Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner. Wir werden uns das Melderecht in Theorie und Praxis anschauen müssen. Hier scheint eine Ursache zu liegen, weil das An- und Abmeldeverhalten von Wohnsitzen offenbar nicht verpflichtend genug ausgestaltet, geschweige denn im Nichtbefolgungsfalle ausreichend und wirkungsvoll sanktioniert ist. Sehr geehrte Damen und Herren, das waren nicht meine Worte. Mit Erlaubnis der Präsidentin habe ich unseren CDU-Kollegen Sven Rissmann zitiert, und zwar aus seiner Rede hier im Abgeordnetenhaus am 13. Juni 2013. Denn genauso wie heute wurde unser Berlin damals vom Zensusschock getroffen. Auf einen Schlag schrumpfte Berlin damals um 180.000 Einwohner. Das entspricht ungefähr der Stadt Saarbrücken. Dafür gab es damals keine Vorsorge im Landeshaushalt oder der mittelfristigen Finanzplanung. Mit diesen Mindereinnahmen hatte damals niemand gerechnet. Was also passierte damals? Erstens, es wurde, hört, hört, eine Arbeitsgruppe unter Federführung der Innenverwaltung eingesetzt. Sie sollte das Meldeverfahren auf Herz und Nieren prüfen, die Fehlerquellen ausfindig machen und letztlich dafür sorgen, dass sich so ein Zensusschock beim nächsten Mal nicht wiederholt. Zweitens wurde haushalterische Vorsorge getroffen, und zwar durch das Einstellen von Mindereinnahmen in den verschiedenen Finanzplanungen seit diesem Zeitpunkt. Bleibt noch die Frage, ob es damals zu schmerzhaften Kürzungen kam. Nein, dazu kam es nicht. All die orakelhaften Ankündigungen und teilweise wilden Horrorrechnungen zum künftigen Haushaltsrisiko von damals 3 Milliarden Euro wegen Personalkosten, Zinsrisiko und wegbrechenden Solidarpaktmitteln des Genossen Thorsten Schneider von der SPD traten zum Glück, müssen wir heute sagen, nicht ein. Kein Auge würde trocken bleiben, lieber Thorsten, hast du damals gesagt und um eine Tasse Earl Grey gewettet. Sehr geehrte Damen und Herren, heute kann man sagen, damals waren Kürzungen nicht nötig, weil in Berlin und bundesweit die Steuereinnahmen sprudelten. Die Zensus-Mindereinnahmen konnten also genauso, um ein Zitat aus der Fachzeitschrift Kicker zu bemühen, wie die Windhorst-Millionen bei Hertha BSC einfach wirkungslos verdaut werden. Und was haben wir noch gelernt? Lieber Thorsten, du schuldest Manuela Schmidt und Jochen Esser eine Tasse guten Earl Grey. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünschte wirklich, wir könnten auch heute so eine launige Debatte über trockene Augen, Voodoo-Zahlen, Nussbaum, Geldbunker und Earl Grey halten. Die bittere Wahrheit ist, unser Berlin wurde erneut von einem Zensusschock getroffen. Diesmal sind plötzlich knapp 128.000 Menschen verschwunden oder eine Stadt in der Größenordnung von Ulm. Anders als damals wird uns das allerdings teuer zu stehen kommen. Rückwirkend ab 2022 bedeutet das nämlich 450 Millionen Euro pro Jahr weniger, und das wächst hoch auf ca. 550 Millionen Euro im Jahr 2028. Nur mal zum Vergleich. Aktuell geben wir für die Feuerwehr und den Brandschutz pro Jahr 491 Millionen Euro aus. Sehr geehrte Damen und Herren, anders als 2013 hätte dieser Zensusschock eigentlich gar nicht oder zumindest nicht in dieser Größenordnung eintreffen dürfen. Ich würde gerne wissen, was war denn das Ergebnis der Senatsarbeitsgruppe? Was wurde getan, um die Genauigkeit der Melderegister zu verbessern? Warum sind wir bei unseren Daten und Prognosen immer noch signifikant schlechter als der Bundesdurchschnitt? Was wurde getan, um dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere die Auswanderer nicht vergessen, sich abzumelden? Und ich gestehe gerne zu, meine Damen und Herren, in einer Metropole wie Berlin ist das natürlich nicht so einfach wie vielleicht in Saarbrücken oder Ulm. Aber diese Frage muss der Senat beantworten. Ich hoffe, Herr Finanzsenator und Frau Innensenatorin, dass Sie heute Rede und Antwort stehen. Sie können sich ja Ihre Redezeit gern aufteilen, wie damals die Fachkräfte Dr. Nussbaum und Henkel. Wir sind gespannt. Sehr geehrte Damen und Herren, CDU, SPD und der Finanzsenator müssen heute aber vor allem erklären, warum sie ohne Not die finanziellen Auswirkungen des Zensusschocks verschlimmert haben.
Warum haben Sie die rot-rot-grüne Vorsorge zur Abfederung des Zensusrisikos abgeschmolzen, meine Damen und Herren? Rot-rot-grün hatte nämlich in weiser Voraussicht eine doppelte Vorsorge getroffen. In unserer Finanzplanung hatten wir jährliche Mindereinnahmen eingestellt. 600 Millionen Euro für 24, 310 Millionen Euro für 25 und 320 Millionen Euro für 26. Und weil wir befürchteten, dass das nicht reichen könnte, Kollege Schneider, haben wir auf Vorschlag von Finanzsenator Wesener zusätzlich noch eine Rücklage von 167 Millionen Euro geschaffen. Und zwar, um die Folgen über mehrere Jahre gestreckt abfedern zu können. So wie man das macht. Und was haben Sie gemacht, meine Damen und Herren von Schwarz-Rot? Unsere Finanzplanung haben Sie in puncto Mindereinnahmen zwar zunächst übernommen, aber schon mit Ihrem Chaoshaushalt für 24 und 25 haben Sie die Vorsorge gekürzt. Und zwar um 50 Millionen in 24 und 25 Millionen Euro im Jahr 25. Wofür haben Sie das Geld eigentlich verplant, frage ich. Für Ihre größenwahnsinnige Olympia-Bewerbung? Oder für Planungsmittel für Herrn Stettners Magnetschwebebahn? Für ein teures 29-Euro-Ticket statt der Rabattierung des Deutschland-Tickets? Oder doch einfach nur, um Ihre pauschalen Minderausgaben und ungedeckten Schecks ein klein wenig klein zu rechnen? Aber damit noch nicht genug. Sie haben dann noch die echte Zensusrücklage in Höhe von 167 Millionen Euro beim Titel 3, 59, 25 vollständig entnommen. Aber auch das reichte Ihnen nicht. Gerade erst vor 3 Wochen haben Sie mit dem zweiten Nachtragshaushalt die schon einmal abgesenkten Mindereinnahmen für 2024 um weitere 150 Millionen Euro abgesenkt. Damit haben Sie das Zensusrisiko allein für diesen Doppelhaushalt um sage und schreibe 392 Millionen Euro erhöht, meine Damen und Herren. Das ist unseriös. Und meine Damen und Herren, das ist einzig und allein Ihre politische Verantwortung. Um Ihr Haushaltschaos in den Griff zu kriegen, das muss man so deutlich sagen, ist Ihnen offensichtlich jedes Mittel recht. Wir Linke sagen, diese Haushaltspolitik ist konzeptlos und sie ist verantwortungslos. Sie fahren, um ein Bild zu bemühen, Sie fahren mit Vollgas auf eine Abbruchkante unserer öffentlichen Finanzen zu. Im nächsten Jahr summiert sich das uns zumindest heute schon bekannte Defizit auf ca. 3 Milliarden Euro an. Und die PMA für 2025 wird diese Unterdeckung nicht vollständig abbilden, das wissen Sie auch. Und wenn Sie sich im Herbst, wie angekündigt, auf die Belegung verständigen, dann wird das nicht ausreichen. Hinzu kommen dann noch Risiken im Personalbereich, zum Beispiel wegen der Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht zur A-Besoldung, meine Damen und Herren. Herr Regierender Bürgermeister, wie lange wollen Sie diesem Haushaltschaos und dieser Vollgasfahrt auf die Abbruchkante eigentlich noch zusehen, frage ich mich. Wie viele Hiobsbotschaften im fast 4-Wochen-Takt braucht es eigentlich noch, bis Sie Ihre Koalition zur Vernunft bringen? Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen zusammen mit dem Statusbericht per 30.06. und den dann hoffentlich vorliegenden genauen Zensusdaten vom Bundesfinanzministerium und vom Statistischen Bundesamt einen echten Kassensturz, und zwar in Form eines Nachtragshaushalts, meine Damen und Herren. Ihr Haushaltschaos und die Risiken sind so groß und von solcher Tragweite, dass hier im Parlament entschieden werden muss, wie es weitergeht. Hier in der Öffentlichkeit und nicht in der Klosterstraße oder in Hinterzimmern der Koalition, meine Damen und Herren. Und wenn wir das tun, erwarten wir von Ihnen nicht nur Vorschläge für Kürzungen. Wir erwarten von Ihnen endlich auch Aussagen über die Verbesserung der Einnahmen. Wie wollen Sie die mehr als 900 Millionen Euro echte Steuerschulden reinholen? Wie wollen Sie die unbesetzten Stellen bei den Finanzämtern besetzen? Wie wollen Sie die Steuerhinterziehung besser bekämpfen? Wie wollen Sie die Steuerprüfquoten wieder anheben? Und wann, ja wann kommt endlich der Gesetzentwurf zur Erhöhung der Grunderwerbsteuer, meine Damen und Herren? Anders gesagt, die Berlinerinnen und Berliner brauchen ein Mindestmaß an Planungssicherheit, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit,
Ohne zeitnahe politische Entscheidungen fahren Sie die soziale Infrastruktur unserer Stadt vor die Wand und sorgen für Bauruinen unserer Stadt. Daran kann doch niemand Interesse haben. Ich bitte Sie, kehren Sie auf den Pfad haushalterischer und finanzpolitischer Vernunft zurück. Das hat Berlin einmal aus der Not heraus ausgezeichnet. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Vielen Dank.